Wie sieht Zensur heute im Iran aus und wie haben Sie es selbst erlebt? Ich habe eine sehr schlechte Erfahrung, als ich war im Iran, seit 1996. Ich bin einziger Schriftsteller, dass ich habe sehr schlechte Urteil bekommen, Peitsche, Gefängnis und Verboten vom Schreiben. Und dann ich konnte mit deutschen Botschafter nach Deutschland kommen. Und ich habe gedacht, kann ich hier einen Verlag haben, nur für verbotene Bücher und iranische Schriftsteller in Mexiko. Und wie zensiert die iranische Regierung Bücher? Wie geht sie gegen Schriftsteller vor, die nicht konform sind mit ihren Ansichten? Ja, ein Ministerium, Ershad-Ministerium, das Kulturministerium, aber das Name ist Ershad. Und sie haben verschiedene Wege über Zensur. Zum Beispiel Papier ist ein Weg. Und lesen Bücher und dann sie geben eine Erlaubnis. Wenn Buch ist, Druck ist fertig, nochmal der Verlag muss eine Erlaubnis bekommen. Und jetzt, ich habe gehört, ungefähr 5000 Bücher sind verboten und viele Verlage in Iran haben viele Kapital benutzt über verschiedene Bücher und alle sind pleite geworden. Und sie haben keine Macht, die können nicht bewegen. Das ist eine Weg. Und dann, Ershad-Ministerium sagt, wenn Sie, ein Verlag, wenn Sie verstehen, zum Beispiel ein Buch hat Probleme und wir machen Zensur, Sie müssen selber machen. Wenn nicht gemacht, 3 Monate, Ihr Verlag ist zu. Und dann, das ist Selbstzensur. Und alle Verlage sind eine Kollege von Ershad-Ministerium. Sie haben Angst und sie können nicht bewegen. Und können Sie nochmal jetzt wiederholen, wie Sie jetzt hier in Deutschland Autoren helfen, die Zensur erleiden im Iran? Ja, ich habe eine freie Verlag und ich bin in Kontakt immer mit iranischen Schriftstellern und iranischen Schriftstellerverband. Und alle Leute, alle Intellektuelle wissen, ich habe einen Verlag und dann viele Bücher kommt von mich und dann ich muss lesen. Normalerweise bleibe ich in Roman oder Gedichte oder Short Story im Literaturbereich. Und bis jetzt, wir haben 200 Bücher in unserem Verlag heraus. Und ich weiß, wenn ein Buch kommt in Deutschland oder im Ausland, ein Buch heraus und eine Schriftstellerin in Iran kann ein bisschen wir können unterstützen. Gut, vielen Dank.